Jetzt zeigen wir Ihnen, wie man Gemüse direkt ins Beet aussieht. Da gibt es zwei verschiedene Methoden. Aber vorher müssen wir erstmal die Gründüngung herausrupfen aus dem Beet. Sonst können wir auch einfach nichts sehen. Das Zupfeln wollen wir jetzt einfach erstmal raus, gell? Mhm. Und zwar möglichst mit Wurzeln und allem drum und dran. Und das tust du einfach in den Korb legen. Das können wir dann nachher als Mulch wieder auflegen, wenn wir alles fertig haben. Und warum hatten wir das jetzt angesät? Warum war das jetzt hier im Beet? Naja, das Beet war leer. Da hatte ich Spinat drauf gehabt vorher. Und weil es nicht gut ist, wenn die Erde nackt ist, habe ich mir gedacht, dann sähe ich Gründüngung dazwischen mal aus. Die Gründüngung lockert dann den Boden und hält ihn feucht und kühl. Und ernährt vor allen Dingen die Bodenorganismen, also die kleinen Bakterien im Boden, die uns die Erde aufbereiten und den Pflanzen gut tun. So. Das geht relativ flott, gell? Ja. Also wenn die Gründüngung so 10 cm hoch ist, ist der ideale Zeitpunkt, die wieder auszurupfen. Dann geht das ratzfatz. Und wir müssen jetzt auch nicht pingeln. So ein paar grüne Stellen, die schaden uns nichts. Die schaden der Saat nichts und sowieso nicht. Gut. So. Jetzt müssen wir das Beet noch lockern. Mhm. Das ist zwar eine sehr, sehr gute Erde, aber ein bisschen lockern müssen wir trotzdem. Pass auf. Ich wende die Erde jetzt nicht um. Ich lasse jede Schicht, wo sie ist, steche einfach nur mit einer Gabel rein, gehe so vor und zurück, zack, zack, zack. Und dann so 20 cm weiter das nächste Mal und rückwärts gehend. Ja? Da, wo ich gelockert habe, trete ich nicht mehr drauf. Das ist wichtig. Ja. So, jetzt darfst du. Ja, genau. Und du siehst schon, da kommt ganz viel Luft auch in die unteren Teile des Bodens. Mhm. Und das ist ganz gut. Da können die Wurzeln, die da jetzt entstehen werden, schön tief kommen. Und warum drehe ich jetzt nicht doch einfach ganz um? Also grabe ganz um? Ja, das ist so. Man hat festgestellt, dass die Bakterien, die guten Bodenbakterien, je nachdem, wo sie sind, gibt es verschiedene Bakterien. Also in den obersten Bodenschichten sind wieder andere Bakterien als in den unteren Bodenschichten. Mhm. Und wenn ich das jetzt durchs Umgraben durcheinander bringe, dann sind die alle unglücklich. Die, wo oben gelegen sind, kriegen unten einfach zu wenig Luft und umgekehrt. Ah, okay. Und wenn ich das jetzt nur so lockere, lasse ich die Schichten, wie sie sind und störe einfach die Bodenlebewesen gar nicht. So, das haben wir jetzt schön gelockert. Würdest du mir mal die Hake geben? Jetzt kommt so der letzte Punkt. Danke. Das ist jetzt ganz schnell gemacht. Jetzt einfach die Bodenoberfläche möglichst glatt, möglichst ohne Düllen und Berg und Tal, das wollen wir alles nicht. Mhm. So, und zwar hält man eigentlich die Hand da so ein bisschen als Unterstützung und macht das so ganz vorsichtig. Versuch du mal. Mhm. Ja, gut. Das reicht, das ist gut. Und jetzt habe ich mir gedacht, wir machen auf dem hinteren Beetteil den Spinat in der Reihensaat und vorne machen wir Feldsalat in breitwürfiger Saat. Und bei der Reihensaat muss ich Rillen ziehen. Das ziehe ich einfach mit dem Stiel der Hake. Möglichst gerade Rillen. Das muss die jetzt besonders tief sein oder nicht tief? Nee, nicht so tief. Spinat hat ziemlich dicke Körnchen. Das Körnchen soll etwa so tief im Boden liegen, wie das Körnchen selber dicke ist. Mhm. Mach du mal die zweite Reihe, kannst du mal probieren. Etwa 20 cm Abstand, ja? Das ist meine Handbreite, das ist 20 cm da. Okay. Genau, das ist gut. Das brauchen wir jetzt mal kurz nicht. Und jetzt müssen wir uns die Handschuhe ausziehen, weil beim Sehen brauchen wir mehr Gefühl. Okay. Geh mal runter. Gib mal deine Hand her. Jetzt gebe ich dir ein paar Samen in die Hand. Gut. Spinatsamen sind schön übersichtlich und groß. Und die dürfen auch relativ tief sitzen. Spinat keimt nämlich nur, wenn er wirklich, wirklich feucht ist. Jetzt fängst du einfach mal da vorne an. Ich fange hier an. Jetzt nimmst du wieder zwischen Daumen und Zeigefinger so ein paar Krümelchen Samen. Mhm. Ja? Und versuchst, die so in die Rille fallen zu lassen, dass ungefähr 1,5 cm bis 2 cm Abstand ist. Versuchst es einfach. Wenn dir zwei reinplumpsen, macht nichts. Man kann immer, wenn die dann keimen, die überschüssigen grünen Pflänzchen, die kleinen, ausreißen. Das nennt man dann ausdünnen. Mhm. Und weil es Spinat ist, kann man die natürlich auch gleich in den Salat tun, die Pflänzchen, die man ausreißt. Die braucht man nicht wegschmeißen. Das sind sogenannte Baby-Leaf-Spinate. Hier hast du angefangen, oder? Ja, da habe ich angefangen. Jetzt nehmen wir die nächste Reihe.
Und die Babyleaf-Spinate, da musst du im teuren Restaurant eine Menge für zahlen. Bei uns ist es quasi Abfall. Wunderbar. Hast du noch überschüssige Samen? Ja. Tu mal zurück. Die gehen nächstes Jahr auch noch. So. Jetzt brauchen die Samen, das nennt man Bodenschluss. Das heißt, die müssen möglichst fest umschlossen sein von Bodenkrümeln. Das heißt, das ist ja so ein bisschen Rille. Ich finde es immer sehr schön, wenn man mit dem Handrücken das so ein bisschen andrückt. Einfach so, ja genau, mach mal so eine, das kann man auch anders machen, aber das finde ich immer sehr schön. Bei so einem kleinen Beet kann man das ja gut mit den Händen machen. Wenn das ein sehr großes Beet wäre, dann würde ich das mit dem Gerächen noch mal festdrücken, damit ich mich nicht so viel bücken muss. Aber ich finde, das ist liebevoller mit der Hand. Der nächste Schritt ist einfach, du schüppst so ein bisschen Erde, aber nicht zu viel. Denk dran. Jedes Korn möchte eigentlich nur ungefähr mit so viel Erde bedeckt werden, wie es selber dick ist. Ein bisschen von links und rechts reinschubsen. Genau. Und dann gehst du mit der Handfläche hin und drückst das da richtig schön fest. So, dann hat der Spinat eine dunkle, feuchte Umgebung. Ganz zum Schluss werden wir das Beet noch angießen, aber das machen wir erst ganz am Ende. Hier genau, hier schubsen wir nochmal alles zu. Das ist wirklich ganz wichtig, weil der Spinat mag einfach im Dunkeln sitzen. Sonst ist er zu, trocknet er zu schnell aus. Ich kann auch ein bisschen hauen, das geht auch. Ich muss nicht ein bisschen, geht genauso. Der Vorteil ist bei dieser Haumethode, ich sehe jetzt genau, wo die Pflanzen sitzen. Schau, da habe ich es gehauen. Ja. Und dann weiß ich, wenn hier also andere Kräuter erscheinen, die kann ich wegjäten. Okay. Das weiß ich. Ich kann aber auch noch einfach eine Markierung an die Reihen machen. Irgendein Stöckchen. Mhm. Oder ein Schild, vielleicht Spinat steht dann da drauf. Gut, jetzt haben wir die Reihensaat fertig. Jetzt zeigen wir mal, wie das geht mit der breitwürfigen Saat. Gibst du mir mal die Feldsalatsamen? Die eignen sich da ganz prima für. Geh mal davor, bitte. So, pass auf, gibst du mir noch mal deine Hand? Mhm. Das ist jetzt ganz ähnlich wie bei der Reihensaat, bloß alles etwas gröber und mehr und nicht so genau. So, jetzt nimmst du ein bisschen mehr Finger, nicht nur Zeigefinger und Daumen, sondern 3-4 Fingerchen. Ja. Und streust das möglichst gleichmäßig aus, sodass die Körnchen ungefähr gleich, ja, genau, super, perfekt. Das ist jetzt natürlich nicht so präzise, aber das ist eben so bei der breitwürfigen Saat. Da muss ich dann später wesentlich mehr ausdünnen. Ja, so ist gut. Perfekt. Ja. So, und jetzt müssen wir die aber auch wieder andrücken, also dass sie einen festen Bodenschluss haben. Und jetzt wird es so ein bisschen schwierig. Wir wollen sie nur ein ganz bisschen mit Erde bedecken. Nicht so richtig viel, weil die Feldsalater, die mögen es auch ganz gerne hell. Und dann hast du da zwei Methoden. Also entweder du stupfst so, auch in verschiedenen Richtungen, Oder du gehst ganz leise hin und her. Also ideal ist, wenn du erst mit dem Hin- und Hergehen anfängst. Probierst du mal da hinten? Mit dem Hin- und Her anfangen? Ja, so hin und her. Ja, ein bisschen tiefer noch, ein bisschen, ja, genau. Siehst du, da sind sie noch zu sehen. Wunderbar. Die wollen nicht so tief untergebuddelt werden, die wollen einfach nur so ein bisschen. Und jetzt würde ich hingehen und mit dem Hakenrücken einfach so drauf stupfen. Wunderbar, ja, genau. In verschiedene Richtungen. Und wenn ich jetzt ein ganz, ganz, ganz großes Beet hätte, dann würde ich mir ein Brett zimmern und das mit einem Brett und einem Griff festmachen. So, das hätten wir. Jetzt kommt die Kunst des Angießens. Okay. Klingt einfach, ist es auch, aber nicht wirklich. Pass auf! Also ganz wichtig, wir dürfen jetzt wieder mal nicht die Samen wieder runterschwemmen. Jetzt haben wir sie so schön auf der richtigen Höhe. Die Kanne ist jetzt sehr voll und ich fange immer an, dass ich erstmal den ersten Schwall tue ich daneben. Zack! Und wenn ich den schönen Schwall, wenn ich das schön so habe, wie es mir gefällt, dann gieße ich einfach das vorsichtig voll. Okay. So, jetzt darfst du mal. Also erst daneben und wenn dir das Schwall gefällt, ja, jetzt drüber ziehen. Ja, wunderbar, wunderbar. Und jetzt versuchen, dass das so, ja, gar nicht mehr, siehst du, es darf nicht so fließen. Jawohl, nicht zu lange auf was bleiben. Und wenn das so dick tröpfelt, dann wieder weg. Dann müssen wir leider mal nachfüllen. Dann ist es am Ende die Kanne. Okay. Aber das reicht schon. Das ist doch wunderbar feucht jetzt. Okay. Das ist in Ordnung. Gut, jetzt sind wir fertig. Jetzt muss es nur noch wachsen.